Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben mich angeregt, mich mit meiner jüngsten Vergangenheit wieder zu beschäftigen. Ich hoffe, das klappt jetzt, weil ich bin doch mittlerweile in ganz anderen Verhältnissen und habe so eine dialektische Kehrtwende gemacht. Das Beste, was ich Johann Holten hinterlassen habe, war vielleicht aber die 1 Million Euro, die wir im Bauprozess gespart haben. Und ich hoffe, dass er sie gut ins Programm anlegt. Ja, ich werde Ihnen einen kleinen Werkstattbericht hinter den Kulissen von diesem wirklich geglückten Transformationsprozess für die Kunsthalle Mannheim zeigen und tatsächlich mit Architektur, einem Museumskonzept, das wir, während wir gemerkt haben, dass das mit der Generalsanierung des Jugendstilbaus und dann einem Neubau, der gute Gründe hatte, wie ich gleich erzählen werde, dass wir im Grunde genommen auch ein radikal neues Museumskonzept uns ausdenken müssen. Und die Architektur des Neubaus hat uns dazu auch Impulse gegeben. Und wir haben aus dem Inneren des Museums heraus den Neubau aber auch uns interpretierend angeeignet und den Slogan Stadt in der Stadt unsererseits entwickelt und immer wieder den Architekten dann auch ihre geniale Entwurfsidee, die im Laufe des Ausführungsprozesses so ein bisschen zu verloren gehen drohte, vorgehalten und haben dafür gesorgt, dass es immer wieder an den Ursprung zurückging. Und dann am Ende eben auch eine wirkliche Digitalstrategie, die uns so ein bisschen in die Zukunft gefegt hat. Und das, was Sie da sehen, ist, ich hatte dann im Laufe des Prozesses, 2012 ging es ja mit dem internationalen Architektenwettbewerb los und ich dachte, ich muss irgendwas machen. Wir haben wahnsinnig viel Kunst angekauft, in diesem Prozess auch geschenkt bekommen, aber eben auch immer wieder dafür gesorgt, dass Kunst für diesen Neubau entsteht. Ich zeige das dann gleich alles und ich dachte, irgendwie muss ich jemanden finden, der diesen ganzen Prozess auf künstlerische Art und Weise begleitet und habe mit einem Filmpionier Heinz Emmickholz, den ich zuvor gar nicht kannte, sondern nur sein Zeichenwerk, das ich für genial halte, den habe ich angesprochen und dann hat er tatsächlich seine erste Langzeitbeobachtung gemacht und die hieß eben Years of Construction und ist also ein richtiger Wettbewerbsfilm geworden. Delirious Museum, so heißt ein tolles Buch von Colm Storrie. Und das hat mich begleitet und das soll Ihnen gleich die Konstruktion des Museums auch als Institution vorführen. Das ist ein Schnappschuss aus dem Jahr 2015. Wir haben tatsächlich nur 33 Monate gebaut, weil, ich erzähle das dann gleich, weil wir uns hinter den Kulissen um die Betriebsstruktur dieses Bauprozesses extrem lange auseinandergesetzt haben. Und dabei wären wir fast zerbrochen. Und deswegen haben wir ein Jahr verloren, bevor es dann tatsächlich in das Machen ging. Und deswegen also erst 2015 den Rohbau. Und so sah das Ganze dann keine 2,5 Jahre später aus. Mit demselben Blick im Grunde genommen aus dem Neubau in Richtung Jugendstilbau mit einer 50 Meter langen Brücke, die sozusagen Alt- und Neugeschichte und Gegenwart und Zukunft des Museums verbindet. Worum geht es überhaupt? Anders als die Kunsthalle Bielefeld haben wir ein halbes Jahrhundert eine längere Geschichte gehabt und sind auch in einer großen Aufbruchszeit gegründet worden, 1909 von einem visionären, damals 31 Jahre jungen Museumsdirektor, der nach Mannheim berufen wurde, Fritz Wichert, und der als Schüler von Lichtwark ein dezidiertes Programm der Volksbildung mitgebracht hat. Also auch das ist alles schon ein halbes Jahrhundert älter und die 68er Generation hat an diesen Aufbruch des frühen 20. Jahrhunderts ihrerseits angeknüpft. Und wir haben heute wieder eine Museumsrevolution vor uns. Ich denke immer, so ein halbes Jahrhundert braucht es und dann muss es wirklich neue Impulse geben. Und wir konnten uns auf diese wunderbare 100-jährige Geschichte berufen und vor allen Dingen auf diesen Gründungsmythos. Fritz Wichert hat tatsächlich ein Museumskonzept vorgelegt, das er mit dem Begriff Kunst für alle
Also dezidiert sozusagen eine bürgerschaftliche Gründung, lokalpatriotisch ausgerichtet, aber vom Industriebürgertum in Mannheim für die Arbeiterschaft errichtet. Weil klar war, dass man die Industrialisierung, die Mannheim erlebte und auf dessen Höhepunkt sie war, 1907 zum 300-jährigen Stadtjubiläum und dann 1909, dass sie diese Industrialisierung nur mit einer hochgebildeten Arbeiterschaft auch bewältigen wird. Und für Wichert war es ganz wichtig, mit einer Meistersammlung der Moderne, es war ihm klar, dass er Kunstgeschichte nicht mehr lückenlos erzählen kann. Es ging dezidiert um aktuelle zeitgenössische Kunst. Es ging um eine Annäherung an die als vorbildhaft empfundene französische Kunst des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts. Und es war ihm klar, dass das eine Sammlung zunächst für Spezialisten war und er wollte alles tun, damit diese Art von Qualität tatsächlich für alle rezipierbar werden sollte. Und das war ein großartiger Beginn. Und im Rückblick auf 100 Jahre Sammlungsgeschichte, die nur wenige Kunsthistoriker, Direktoren geprägt haben, es waren genau 4 Menschen vor meiner Zeit. Es gab dann so ein bisschen ein kurzes Unglück dazwischen und dem folgte ich sozusagen nach. Wurde mir klar, dass es wirklich Schwerpunkte bei einer Kunst gab, die A, das Menschenbild in den Mittelpunkt stellt und immer auch die großen Existenzfragen, die uns ja trotz allem Fortschritt, der uns begleitet, nicht verlassen. Und das war für mich der Ansatzpunkt zu sagen, in diese Richtung, das verschärfen wir in der Auseinandersetzung mit absoluter Jetztzeitkunst. Und deswegen haben wir beispielsweise Thomas Hirschhorn, eine Arbeit, die er für die Kunsthalle Mannheim entwickelt hat, The Fire Wars hier, die uns also fast an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat, gerade auch wegen des Brandschutzes, die haben wir dann erworben und für den Neubau gerettet. Ja, und in diesem Sinne ist es mir tatsächlich gelungen, mit Hilfe unseres Förderkreises die mich zutiefst beeindruckende Dokumentararbeit von William Kentridge, The Refusal of Time, zu erwerben. Wir sind, glaube ich, das einzige oder möglicherweise hat noch eins, es gab dann gar keine Exemplare mehr. Es ist eine ganz geringe Auflage, also es könnte sein, das ist der einzige. Es ist allerdings auch tatsächlich der einzige stetig inszenierte Raum. Wir haben also einen Kubus unseres Neubaus mit dem Künstler für diese Arbeit weiterentwickelt und es ist der einzige Raum, in dem sie in den Rohbauzustand kommen. Ein absolut anspruchsvolles ein Vorgehen auch für die Architekten zu sagen, jede Verkleidung wegzulassen und hier kommen wir an den nackten Bau, um sozusagen die Rauigkeit, die William Kentridge braucht und gewünscht hat, auch wirklich herzustellen. Und es ist eine tolle Arbeit, die unendlich viele Widerspruchsfragen unserer Existenz berührt und die im Grunde genommen auch davon erzählt, wie ein Künstler höchst selbst im Standhalten gegen die eigene Vergänglichkeit, im Selbstdenken und im eigenverantwortlichen Handeln im Grunde genommen das Hoffnungszeichen setzt. Alles begann aber mit diesem Bild und es ist tatsächlich der letzte und plausibelste Grund für die Stadtgesellschaft von Mannheim von 2009 bis 2012, so lange hat es nämlich gebraucht, bis wir tatsächlich sicher waren, dass es einen Neubau geben wird und nicht nur die Sanierung eines völlig unzureichenden 1980er-Jahre-Baus. Der Manet, ein Weltkunstbild, ist tatsächlich das erste Werk, das Fritz Wichert gleich nach seiner Berufung 1910 mit Hilfe von 9 Mannheimer Bürgerinnen und Bürger für 90.000 Goldmark. Das war damals ziemlich viel, gleichwohl, aber auch nicht zu viel für dieses, also ein riesiges Werk, 3 Meter in der Breite. Und es war der Mannheimer Stadtpolitik klar und vor allen Dingen einem wahnsinnig hilfreichen Oberbürgermeister, der das intellektuelle Format hatte, auch zu begreifen, was das für eine Stadt wie Mannheim bedeuten könnte, wenn es zu einem geglückten Neubau käme, dass dieses Bild allein
ein eigenes Museum rechtfertigen würde. Und insofern bin ich immer wieder zurück zu diesem Bild und sagen, wir müssen ein Haus haben, das dieses Bild aufnehmen kann. Weil es war klar, dass der vorhandene Jugendstilbau für dieses Großformat schlicht keine Räume hatte. Und schon der Gründungsdirektor der Kunsthalle hat sich daran gerieben, dass der Manet dort keinen Ort gefunden hat. Und so sah das Ganze dann, der Schauplatz des Geschehens, aus, bevor wir loslegten. Sie sehen hier, Moment, das ist der 80er-Jahre-Bau, der sich hier sehr bewusst sehr klein macht gegenüber dem Jugendstilbau, der aus Gründen einer historischen Situation verrückterweise mit dem Rücken zu dem großen Schmuckplatz Mannheims, einer der wenigen Plätze, die den totalen Krieg überlebt hat. Mannheim ist ja eine der stärkst zerstörten Städte in Deutschland gewesen. Man hat dieser Stadt quasi die Seele weggebombt. Und dieser Platz besteht aber und zeugt von einer großartigen Stadtentwicklung. Und die Kunsthalle, auf die alle extrem stolz waren, stand sozusagen in der zweiten Reihe, weil an diesem Platz tatsächlich ein Museumstempel von einem der berühmtesten Architekten vor dem Ersten Weltkrieg geplant war, von Bruno Schmitz. Das ist der Mann, der die ganzen Bismarck-Denkmäler in Deutschland erfunden und tatsächlich auch entworfen hat. Und der hatte sich sozusagen diesen ersten Bauplatz gesichert. Und dann ist dieser Erweiterungsbau quasi dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Und das ganze 20. Jahrhundert hat Mannheim im Grunde genommen um eine Erweiterung gerungen. Und es gab dann eben diesen zu kurz gesprungenen 80er-Jahre-Bau eines Mannheimer Büros, der so furchtbar runtergekommen war, als ich die Kunsthalle 2009 übernommen habe, dass man wirklich nur davonlaufen konnte. Und ich habe gesagt, also hier muss wirklich was passieren. Wir müssen zurück, sonst werden wir der Erbschaft dieser Entwicklung und dieser einst legendären Kunsthalle nie wieder gerecht werden können. Und das haben wir dann sehr überzeugend über alle Instanzen, die notwendig waren, rübergebracht, so dass wir loslegen konnten. So, und das Wichtigste war aber zunächst mal, die Sache zu ordnen. Der Mannheimer sprach nämlich von dem 80er-Jahre-Bau als von einem Neubau. Und ich dachte, boah, das kann man irgendwie nicht machen. Also wenn hier mal irgendwie vielleicht doch ein Neubau sein könnte, dann muss ich das Ding erstmal umbenennen, damit wir dann auch wissen, was ein Neubau ist, und habe einfach angefangen, die Gebäude nach den Architekten zu benennen. Und das hat sich in Mannheim sowas von eingebürgert, dass wir, als wir fertig waren und den billigen Bau gerne Jugendstilbau nennen wollten, weil es einfach besser klang, das ist uns sehr schwer gefallen. Das hat kein Mensch angenommen. Alle Welt sprach von billigen Bau. Und Mitzlaff ist das Mannheimer Büro, das eben in den 80er Jahren diesen an sich auch gut gemeinten Entwurf vorgelegt hat. Dieses Büro hat bereits in den 60er Jahren einen sehr achtbaren Glaspavillonbau, ein offenes Museum geplant, ganz in den Fußstapfen von Mies van der Rohe, und ist dann in Mannheimer Diskussion klein diskutiert worden, bis es einen Stilwechsel gab hin zum Posthistorismus, und dann haben die sich sozusagen zu diesem sehr bescheidenen Bau, der sich duckt, hinreißen lassen. So, und was uns fast den Hals gebrochen hat, ist dieser Verbindungsbau, den bereits Hermann Billing als Anschlussbau für den groß geplanten Kunsttempel am Friedrichsplatz geplant hat. Athenetrakt, auch dieser Trakt ist für uns der Anschluss gewesen, und das war extrem anspruchsvoll. Zunächst aber die Sanierung des Jugendstildenkmals. Das war beschlossene Sache, als ich kam. Es gab einen irrwitzig niedrigen Millionenbetrag. 8 Millionen hatte irgendjemand errechnet. Und wir sind am Ende bei 22 Millionen gelandet, konnten aber erreichen, dass wir wirklich ein bundesweites Leuchtturmprojekt geworden sind in der energetischen Sanierung. Und Sie sehen, es ist eine absolut tiefgreifende Sanierung gewesen. Ihre Kunsthalle erinnert mich wegen des roten Mainsandsteins natürlich immer an Mannheim. Es ist ein ganz anderer Stil, aber es ging also auch darum, diesen Sandstein erstmal zu reinigen und dann das Haus zu klimatisieren. Etwas, was man heute so nicht mehr machen würde. Gleichwohl haben wir es immerhin geschafft, mit Hilfe dieses auch
von einem Bundesministerium geförderten energetischen Sanierungsprojektes, dass wir relativ klimaneutral geworden sind. Es sind eben die 600 Quadratmeter Spiegelrasterverglasung aufs Dach gekommen, weil wir unbedingt die wunderbaren Tageslichträume, die Hermann Billing, wirklich, das war damals absolute Avantgarde, 1909, die wollten wir wiederherstellen. Das war alles zugebaut, also auch das, da ist ein ganzes Jahrhundert drüber gegangen. Und dann ist hinter den Wänden im Inneren ist sozusagen eine Flächentemperierung eingebaut worden. Also im Äußeren ist der Bau wirklich absolut clean als Denkmal saniert, aber im Inneren haben wir dann diese Calcium-Silikat-Platten mit eingelegten Heizschleifen und die Technikfenster, doppelte Fenster sozusagen im Inneren, ganz edel gemacht mit dem Berliner Architektenbüro Pitz und Ho. Und in diesen Technikfenstern sitzt sozusagen ebenfalls Sicherheitstechnik und alles das, was es braucht. Und im Äußeren sind die Fenster von Hermann Billing saniert worden. Und während wir saniert haben, im Übrigen mit der Bauverwaltung der Stadt Mannheim, eine sehr schwierige Sanierung, viele Verzögerungen, die Kostenexplosion, war also eine schwierige Erfahrung, haben wir parallel darüber nachgedacht, wie geht es danach weiter. Und als Realistin war mir klar, dass man nicht sofort auf diese Art von großen Neubau zugehen kann, sondern dass wir in Varianten denken müssen. Und so haben wir tatsächlich zunächst die Sanierung des 80er-Jahre-Baus gedacht, allerdings mit einem Eingriff in den Rohbau, um nämlich wirklich völlig unzureichende Raumhöhen von 2,50 Meter teilweise, also war irrsinnig, aufzubohren. Der Neubau war die Alternative. Und der Stadtrat in Mannheim hat dann noch gefordert, dass wir eine modulhafte Generalsanierung ohne Eingriff in den Neubau, also sozusagen für die Variante, wenn gar kein Geld da ist und man über Jahre, und ich muss ehrlich sagen, wir haben das zusammen mit Bogner Wien gemacht, einem internationalen Museumsberater, und die Minimalvariante war fast das anspruchsvollste Denkexperiment. Wir sind dann zu einer Containerlösung gekommen. Und es war aber klar, dass der Neubau natürlich die einzig angemessene Antwort auch im Hinblick auf die legendäre Museumsgeschichte dieses Hauses war. Und wir haben dann kurz bevor es zur Niederlegung des 80er-Jahre-Baus gab, ein riesiges Skulpturenprojekt im ganzen Haus gemacht, haben bereits angefangen, im Rohbau rumzubohren, zum Beispiel mit Roman Siegner, der hier verdutzt in die Tiefe guckt, und haben die große Skulpturensammlung, die die Kunsthalle Mannheim hat, wirklich eine der größten europäischen Skulpturensammlungen, ein weiterer Schwerpunkt in diesem Haus, haben wir im Grunde genommen komplett ausgebreitet in einem Bau, den man ein letztes Mal sozusagen gesehen hat. Und dann kam das, und jetzt nehme ich Sie mit auf die Reise, wie das gekommen ist. Also 2010 ein museologisches Nutzungskonzept mit Dieter Bogner, 2011 darauf aufbauend eine ingenieurtechnische Machbarkeitsstudie, die die drei genannten Varianten tatsächlich in einer Lebenszeitbetrachtung durchgerechnet hat. Und in dieser Lebenszeitbetrachtung war klar, dass der Neubau die wirtschaftlichste Lösung war. Wir haben uns da nicht eingemischt, ich wollte auch keine Augenwischerei haben, ich wollte einen reellen Preis haben. Und es war schon 2011, durchgerechnet bei 68,5 Millionen Euro. Und ich darf Ihnen verraten, dass wir diesen Preis, wo alles also inkludiert war, auch die Interimszeit, der Auszug der Sammlung, der Rückzug der Sammlung und so weiter und so fort, die Anlagen um die Kunsthalle herum, wir haben das nicht erreicht, weil wir dieses Geld nicht zusammengebracht haben. Das heißt, wir haben für deutlich weniger gebaut. Aber wir haben also immer diese 68,3 Millionen sowas in der Öffentlichkeit gehabt. Und dann kam tatsächlich 2011, vorbereitet natürlich, aber doch unerwartet,
die Zusage für eine private, bedingungslose 50 Millionen Euro Spende für einen Neubau. Das war die Bedingung des Spenders. Einer der SAP-Mitbegründer, Hans-Werner Hector, der der Kunsthalle verbunden war, selber aber gar nicht besonders kunstaffin, der diesen Entwicklungsprozess und die großen Geschichten, die wir im Laufe dieses Ausdenkens uns auch ausgedacht haben, so überzeugend fand, dass er zusammen mit seiner Frau sich eben in dieser Form dazu bekannt hat und gesagt hat, das müssen wir unterstützen und Mannheim verdient es. Und die Stadt hat sofort 10 weitere Millionen hinzugegeben, sodass wir bei 60 Millionen Euro waren. Und dann haben wir, dann kam der Architektenwettbewerb, ich zeige Ihnen gleich, wir sind dann weitergegangen und dann kam der Gemeinderatsbeschluss erstmal zum Siegerentwurf, GMP, ein Hamburger Büro, mit dem keiner gerechnet hat. Es war ein internationaler Architektenwettbewerb mit auch 12 eingeladenen Büros, also wirklich absolut großartige internationale Architekten, und tatsächlich hat aber das Hamburger Büro von GMP mit einem souveränen urbanen Entwurf, das, was wir später Stadt in der Stadt genannt haben, den Sieg davongetragen. Und dann gab es nochmal einen ganz wichtigen Gemeinderatsbeschluss, der hoch kontrovers diskutiert worden ist in der Stadtgesellschaft, nämlich zum Abriss des Mitzlaffbaus. Das hat den Mannheimern tatsächlich wehgetan und es gab da auch wirklich heikle Situationen, ungefähr ein Jahr lang. Dann waren wir aber durch und dann setzte sich sozusagen auch mit einem sehr zügigen weiteren Planungs- und Baufortgang sozusagen die Überzeugung der gesamten Stadtbevölkerung durch. Ja, und mit Bogner haben wir tatsächlich ein Leitbild, eine Leitvision entwickelt, Museum in Bewegung, ein Museum, das Menschen bewegt, intellektuell und physisch, aber das eben auch selber beweglich ist. Und so sah dann, also zusammengefasst, symbolhaft fast zusammengefasst, das museale, museologische Nutzungskonzept auf, sehr realistisch berechnet, was brauchen wir, für welche Funktion, wie viel Quadratmeter, welche Vergleiche gibt es und wie müssen die Funktionen sich zueinander verhalten. Das waren Analysen, die wir angestellt haben, wo wir vergleichbare Häuser mit ähnlichen Ambitionen, ähnlich großen Sammlungen, größer, kleiner, miteinander verglichen haben, um zu erspüren, was dürfen wir eigentlich erwarten. Wir wollten nichts Überdimensioniertes machen, was man dann im Betrieb nicht mehr bewältigen kann, sondern wir wollten etwas ganz Maßgeschneidertes für diese Sammlung, für diese Stadt und für das, was auch dort erwartet wurde. So, und dann kam die Wolte, mein Oberbürgermeister, der eben auch die Generalsanierung und vieles andere mehr erlebt hat, sagte, machen Sie irgendwas, ich will nicht mit meiner Bauverwaltung bauen. Und ich dachte, und da stand Gott sei Dank aber der tolle Unternehmer Manfred Fuchs neben mir, extrem kunstaffin, ein Schmierstoffunternehmen, das börsennotiert ist in Mannheim, eben sein Headquarter hat, und er sagt, ich kenne dann Rechtsanwälte, gehen Sie hin und sagen, Sie brauchen das pro bono und wir machen eine Stiftung. Und so haben wir eine private, gemeinnützige Stiftung aus der Taufe gehoben, und zwar wirklich in Windeseile, weil unserem Oberbürgermeister Herrn Fuchs noch einfiel, dass die Stiftung bitte auch gleich den Wettbewerb macht, damit da gar keine Vermischung zwischen öffentlich und privat ist. Und Sie sehen da oben, es waren also im Stiftungsrat 3 bürgerschaftliche Vertreter, der Stifter höchst selbst mit dabei, hat also immer wieder auch beobachtet, wie wir agiert haben, ganz nah dran, und 3 Vertreter der Stadt Mannheim. Es war klar, dass das immer die Kunsthalle Mannheim bleiben wird. Herr Hector hat zu keiner Sekunde des gesamten Prozesses an seinen Namen in Bezug auf die Kunsthalle gedacht.
Und das war also eine Großzügigkeit, wie wir sie kaum erwarten konnten. Und so war also Oberbürgermeister, Baubürgermeister und Kulturbürgermeister auch den ganzen Weg über dabei. Und ich kann nur sagen, ohne die kommunalpolitische Unterstützung wäre es genauso wenig gut gegangen wie eben ohne diese private Unterstützung. Und Herr Fuchs als als Stiftungsratsvorsitzender hat dafür gesorgt, dass mit diesem Vorsitz der ganz leichte Überhang der privaten Stimmen über die öffentlichen Stimmen gegeben war, so dass wir eben eine private Stiftung geblieben sind und sehr viel freier mit den Vorgaben, die es nun mal in diesem Land gibt, umgehen konnten, gleichwohl aber durchaus öffentliche Ausschreibungen durchführen mussten, weil es ja 10 Millionen Euro der Stadt Mannheim mit in das Verbrauchsvermögen der Stiftung eingeflossen sind. Und das Ganze fußte dann auf einer diffizilen Rechtskonstruktion. Der Bauplatz gehörte der Stadt Mannheim und der musste für den Zeitraum des Baus sozusagen der Stiftung in das Eigentum übergeben werden, sonst hätten die dort nicht bauen dürfen, und wurde dann am Ende zurückgeschenkt mit dem Neubau an die Stadt. Und die Stadt Mannheim hat ebenfalls zu keiner Sekunde einen Zweifel daran gelassen, dass sie die Kunsthalle weiter tragen wird. Wir haben dann eben, weil Geld noch notwendig war, eine große Stifterinitiative gemacht, haben uns da ein bisschen an Max Holleins gelbe Gummistiefel im Städel angelehnt und haben diese Gießkanne uns ausgedacht und haben tatsächlich auch ein ordentliches Crowdfunding hinbekommen, sind aber dann natürlich, also damit wirbt man keine Millionen ein, aber es war vor allen Dingen auch eine wunderbare Aktion, die Stadtgesellschaft einzuladen, mitzumachen. Und dann ist mir während des Prozesses Brünnteis eingefallen, dass ich mich rechtzeitig darum kümmern muss, dass die neue Kunsthalle Mannheim mit deutlich erweiterten Flächen und auch technologischen Ansprüchen, dass wir mit einem extrem kleinen Team, das über Jahrzehnte überhaupt nicht gewachsen war, es waren knappe 30 Menschen, dass wir das nicht schaffen können. Und dann dachte ich, wie mache ich das? Und wir haben das Glück gehabt, eine wirklich sehr gute, sehr fachlich, kulturnahe Agentur zu finden, die mit uns eine Organisationsuntersuchung und eine Personalbedarfsberechnung gemacht hat. Es war also ein spannender Prozess von 2014 bis 16. Und das war so überzeugend am Ende, dass wir es geschafft haben, im Stadtrat tatsächlich die erforderlichen Mittelaufwüchse und Personalaufstockungen bis zu 10 neuen Stellen hinzubekommen, rechtzeitig, sodass wir den Neubau 2018 dann tatsächlich mit einem deutlich erweiterten und schlagkräftigeren Team geschafft haben. So, zur Architektur, das war der Wettbewerbsentwurf von GMP. Und Sie sehen also, die Idee war tatsächlich, gehe gleich mal noch ein Stück weiter, das Schachbrettmuster von Mannheim zur Vision zu machen, wie eine Kunsthalle zu funktionieren hat. Deswegen kommen wir auf den Slogan eben Stadt in der Stadt. Die haben einfach drauf geguckt auf dieses Schachbrettmuster und haben das projiziert und haben, ich gehe noch mal zurück, dann tatsächlich aus 13 Kuben, die getrennt waren durch Passagen und die wieder durch das transparente Metallmesh, eine screenartige Metallkonstruktion als doppelte Fassadenkonstruktion, wurde sozusagen dieses kleine städtische Quartier rund um einen Marktplatz herum, der hier tatsächlich auch Tageslicht bekommen sollte, wurde das sozusagen wieder zusammengebunden zu einer stadträumlichen Einheit. Und das hat sich im Wettbewerb tatsächlich durchgesetzt, und Sie sehen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, obwohl wir an dieser Fassade wirklich fast verzweifelt sind. Und da gab es Punkte, wo ich gedacht habe, wir schaffen das nicht, weil das statisch eine so eindrucksvolle Konstruktion war. Und Sie sehen aber, wie sich das tatsächlich aus dem Entwurfsstadium in die Realität hinein verlängert hat, was
wirklich selten ist, dass man etwas, was ausgedacht ist, dann tatsächlich so umsetzen kann. Und Sie sehen hier sehr schön, wie diese Kuben auch sehr bewusst, die haben hier so ein Windrad, eine Struktur, um die Fassade zum Friedrichsplatz hin auch wirklich ästhetisch einfach zu gestalten zu können, haben die sich diese riesigen Fenster ausgedacht. Dahinter liegt hier unsere Skulpturenfassade mit Rebecca Horn. Hier ist ein ganzer Werkkubus, so haben wir ihn genannt, für die Museumspädagogik, für die Vermittlungsarbeit der Kunsthalle, die eben auch legendär war, die einen riesigen Raum beansprucht und die sich dann natürlich auch in das Haus hinein, hier unten ein Café, und das ist sozusagen der große Eingang in das Atrium, das dahinter liegt. Und so sieht das Ganze im Grundriss aus, und wir haben daraus eben tatsächlich das Narrativ gemacht, dass ein Kunstmuseum ein zutiefst poröse Struktur sein kann, um nämlich die Stadt und die Aktivitäten der Stadt, die Dynamiken der Stadt, die Urbanität einer Stadt in das Innere des Hauses hineinzuziehen. Und wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und gesagt, das muss sich auch in einem entsprechenden Museumskonzept spiegeln. Ein Museumskonzept, das sich nicht mehr im Gänsemarsch der Stile, sozusagen im Nacherzählen von Kunstgeschichte, erschöpft, sondern das unmittelbar an die Alltagsfragen der Menschen anknüpft und ein sehr viel lebendigeres, dynamischeres, beweglicheres Agieren ermöglicht. Und so sieht das Ganze eben tatsächlich aus. Es fügt sich ein in eine durchaus schwierige Stadt, die sehr stark von diesem Nachkriegswiederaufbau geprägt ist, von der Industrie, die natürlich auch den Reichtum dieser Stadt ausmacht. Es ist durchaus bescheiden, wir sind natürlich von der Denkmalpflege beobachtet worden, bis zum Umfallen, die sehr genau die Traufhöhen und die Seitenausdehnung mitbestimmt haben. Es fügt sich wirklich ein wie ein fehlender Baustein an diesem Friedrichsplatz und ist aber gleichzeitig selbstbewusst genug, eine eigene Identität zu behaupten. Und das war mir so wichtig zu sagen, es muss eine Kulturinstitution, ein Museum, das eine solche enge Anbindung an die Stadt 100 Jahre gehabt hat, das muss auch einen Auftritt haben. Und so sieht das Ganze nochmal von hinten dann auch im Verhältnis zum Billingbau hier mit unserem Skulpturenplatz. Wir haben es geschafft, eine Straße zu entwidmen mit Parkplätzen und allem drum und dran, damit das Haus auch, der Jugendstil auch wieder den Auftritt bekommt, den er mal hatte, nämlich als Hoheitsarchitektur mit einem zentralen Kuppelraum und eben dem Schatzhauscharakter, der damals sozusagen wichtig war. Ein kleiner Eröffnungskalauer von meiner Seite, der wunderbare Delaunay, der Eiffelturm in Paris, Blick aus dem Fenster, neben dem großen Blick von der Terrasse der Freunde, so haben wir sie dann genannt, zum Wasserturm. Wasserturm und Eiffelturm, also nicht ganz natürlich ohne Selbstironie. Und so sah das Ganze nochmal dann während des Rohbaus 2016 aus, da sehen Sie nochmal sehr stark die Kuben. Und so sind wir dann immer wieder auch mit unserem Stiftungsrat durch die Passagen während des Bauprozesses gelaufen. Es war eine sehr enge Begleitung, gleichwohl sehr vertrauensvoll. 2 Stiftungsratssitzungen im Jahr haben im Wesentlichen ausgereicht. Es gab nur wenige Sondersitzungen, wenn wirklich große Entscheidungen fallen mussten. Und ansonsten sind wir mit dem ganz normalen Wahnsinn, den eine Baustelle hat, also wir haben kein besonderes Glück gehabt, ganz im Gegenteil, großes Pech auch mit dem Projektsteuerer. Aber wir haben uns da wahnsinnig gut geschlagen, auch weil der Vorstand neben meiner Person als Vorstandsvorsitzende hatte ich einen fantastischen Bauvorstand und einen sehr guten Finanzvorstand an meiner Seite. Und es war natürlich für mich persönlich auch eine großartige Erfahrung, sozusagen die hybride Rolle der Bauherrin auf der einen Seite und der Vertreterin der Nutzer zu spielen. Das waren teilweise große Widersprüche, die quasi in meinem Inneren abgelaufen sind, weil ich Ansprüche, Nutzungsansprüche immer wieder auch zügeln musste, um als Bauherrin zum Stich zu kommen.
Also nicht ganz einfach, aber ich kann das nur empfehlen, dass Nutzer und Bauherr sehr eng miteinander agieren und nicht Nutzungsansprüche im Laufe des Planungs- und Bauprozesses eben bis ins Unendliche wachsen. Und so sah das Ganze dann, der Marktplatz im Inneren, tatsächlich im Jahr nach der Eröffnung aus. Ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen. Es ist ein bezauberndes Erlebnis, in dieser Kunsthalle diese zwei total verschiedenen Atmosphären wirklich zu erleben. Wir haben es zur Eröffnung des Jugendstilbaus 2013 geschafft, Olafur Eliasson mit dieser Lampenkonstellation ranzukriegen, etwas, was er wirklich auch höchst selbst im letzten Moment noch geprägt hat. Sein Team hat da irgendwas anderes gemacht und er kam dann nach Mannheim, hat diesen Raum erlebt, mit der historischen Positionierung auch von Brancusi, dem großen Fisch, und hat dann beschlossen, dass seine Star Bricks, wie er das nennt, seine Module sozusagen zusammenrücken müssen, um diesem Raum wirklich ein Widerlager zu geben und dagegen eben das Tageslichtatrium von GMP mit einem riesigen Anselm Kiefer, den Hans Grote für dieses Atrium angeschafft hat, auch ein stark existenzielles Werk mit Anspielung auf die jüdische Kabbala und einer Bleikaskade, die tonnenschwer an diesem Kubus, das ist der größte Kubus, den wir haben. Es war lange unklar, ob wir das überhaupt statisch hinbekommen. Und dann können Sie sich gar nicht vorstellen, wie wir das Werk installiert haben. Es war unglaublich. Und daneben eine jüngere Position, Alicia Quade mit ihrer wunderbaren kinetischen Skulptur, eine Bahnhofsuhr und ein Granitblock, Brocken, die sozusagen über dieser Brücke kreisen und zwischen erdgeschichtlichen Dimensionen und der absoluten Jetztzeit sozusagen ein leeres Zentrum, die bewegte Leere des Moments umkreisen. Und das hat natürlich was Spannendes. Sie gehen über diese Brücke und es schwebt über ihnen sozusagen die Bahnhofsuhr und der Granitbrocken. So, und das ist also dann der Slogan gewesen. Museum in Bewegung in einer Stadt in der Stadt. Hier nochmal. Und dann war klar, dass wir in diese 13 Galerien unterschiedlicher Größenordnungen, die wir eben Kuben nannten, weil sie kubisch waren, dass wir dort irgendwas Neues machen müssen mit der vorhandenen Sammlung, aber auch immer wieder in Interaktion mit Interventionen zeitgenössischer Art. Und dann haben wir das so ein bisschen auseinandergenommen, um dann tatsächlich zu einer Eröffnungspräsentation zu kommen, die sehr bewusst Manet im Neubau platzierte, gar nicht an den Ort, es ist für ihn ein eigener Kubus entworfen worden, er ist dann in einen anderen Kubus gewandert und ich habe ihn mit der Arena von Rita McBride konfrontiert, um sehr bewusst den Betrachterstandpunkt, den Blickwinkel des Betrachters als einen veränderlichen zu markieren und tatsächlich das Publikum zu animieren, vor diesem Gemälde nicht in Ehrfurcht zu verharren, sondern die Arena zu erklimmen und das Gemälde aus völlig anderen Blickwinkeln neu wahrzunehmen. Das ist also dann zum Termin der Übergabe des Neubaus. Das war unser Trick. Wir hatten 4 Monate Bauverzögerung, an denen ich fast gestorben bin. Wir wollten das Museum eigentlich im Dezember 2017 eröffnen und das war nicht möglich. Wir sind einfach mit der Sammlung dort nicht reingekommen, weil wir zu spät fertig geworden sind mit dem Innenausbau und der Klimaanlage. Und dann hatte der Bundespräsident schon zugesagt und Sie können sich vorstellen, das ist natürlich für Mannheim ein Ereignis gewesen. Und dann dachte ich, was machen wir? Und dann haben wir gedacht, gut, die Stiftung übergibt den fast leeren Neubau der Stadt. Es waren lediglich die ganz großen künstlerischen Werke. Kentridge, Kiefer, Rebecca Horn, Alicia Quade, das alles war installiert in einem ansonsten komplett
komplett leeren und weißen kubischen Neubau. Und das war ein unglaublicher Eindruck. Und wir sind 3 Tage am Wochenende, Haus der offenen Tür, wir sind fast gestürmt worden. Und das war natürlich ein wunderbarer Anlauf für dann ein halbes Jahr später die eigentliche Eröffnung des Neubaus und der neuen Kunsthalle Mannheim, dann komplett eingerichtet. Und das ist dann Mitte 2018 eröffnet worden, Sammlungsräume, in denen wir ganz unterschiedliche Atmosphären, das ist unser Schaudepot gewesen, haben wir integriert in den Rundgang, eine Art von Wunderkammer, die ganz großen Spaß macht. Der Anselm Kieferraum, Herr Grote hat uns ja seine Sammlung für einen Zeitraum, den seine Nachfahren bestimmen können, überlassen. Wir haben ein Jahr mit ihm verhandelt, ist ja ein harter Verhandler. Die Sammlung kann nicht komplett abgezogen werden. Und er hat dafür gesorgt, auch nochmal mit einer sehr großen Spende, dass es einen Kubus gibt, in dem wir die Raumhöhe von 6 Metern erreicht haben. Ansonsten haben wir 5 Meter Raumhöhe. Das ist so die Grenze nach unten aus meiner Sicht für moderne und zeitgenössische Kunst. Aber dieser eine Kubus hat eben die 6 Meter. Wir haben dafür gesorgt, dass ein erstes Mal seit, ich weiß nicht, 40 Jahren die Keramiksammlung, die Kunsthalle Mannheim hat und die völlig unbekannt war, die der dritte Museumsdirektor während der Nazizeit zusammengebracht hat. Er ist also auf Werkkunst ausgewichen, um den Nazis keinen Spielraum zu geben. Und es gab dann in den 60er und 70er Jahren markante Erweiterungen, eine sehr qualitätvolle, wunderbare, tolle Keramiksammlung, wo ich sage, Mensch, das Zeug muss raus, da machen wir was draus, das interessiert doch die Leute. Und wir haben mit Axel Kufus die Innenarchitektur entworfen und er hat eben für diese Keramiksammlung ein bewegliches Regal entworfen, in dem wir das richtig inszenieren können und in dem es auch ständig Wechsel geben kann, kombiniert mit Bogumir Eckers Prototypen, ein Werk, das ich ebenfalls erwerben konnte während der Bauzeit. Und dann Mannheim mit einem extrem verrückten figurativen Skulpturenschwerpunkt, wo sie, ich sag mal, die Hälfte nicht wirklich haben wollen im Museum. Und ich dachte aber, nee, das ist ja eigentlich auch schräg, da müssen wir was draus machen. Das holen wir von den Sockeln und machen, und das ist fast der schönste Raum geworden, das ist der Hammer. Also wirklich, ich dachte, Menschen zu Menschen, also die Besucher sich einfach bewegen lassen, als wenn sie da zwischen anderen eben bronzenen und gipsernen Mitmenschen agieren. Und das ist fantastisch. Es gab auch gar keinen Schaden. Es hat wirklich fantastisch funktioniert. Und das ist einer der wenigen, es war klar, wir brauchen für die Skulpturensammlung Tageslicht, Seitenlicht. Und das hat GMP also direkt für diese Skulpturensammlung auch entworfen, ein Skulpturenkubus. Eine Inszenierung nochmal und Rebecca Hong, ein Werk, das wir auch ankaufen konnten aus einer privaten Sammlung. Auf Wunsch der Künstlerin wollte unbedingt, dass das zurück in die öffentliche Hand kommt. Tolle Arbeit, dann musste sie überzeugt werden, sie liebt ja ihre Werke in historisch geprägten Räumen zu inszenieren und das wäre fast das Aus gewesen, also sie konnte sich nicht damit abfinden, dass wir das in einen Neubau installieren und ich habe es dann irgendwie geschafft, sie mit Hilfe auch ihrer Mitarbeiter doch zu überzeugen, weil ich gesagt habe, dieser Neubau ist erstmal so clean, den müssen wir mit Kunst dreckig machen, den müssen wir einfach aneignen. Und der Widerspruch zwischen dieser sehr schönen Skulpturenterrasse mit diesem Riesenausblick auf die pulsierende Stadt und diesem Werk und den klagenden Geigen, also auch etwas zutiefst, was also wie ein Höllensturz und eine Auferstehung gleichzeitig zutiefst dialektisch, das kommt sehr gut und sie war dann am Ende ganz beglückt. So, und dann haben wir direkt für den Neubau, Kentridge hatte ich schon erwähnt, tatsächlich mit James Turrell und Dan Graham verhandelt. Und bei James Turrell konnte ich an eine Entwicklung meines Vorgängers oder Vorgängers anknüpfen, der mit ihm schon mal Kontakt hatte und für ganz viel Geld irgendeinen Entwurf auf Eis gelegt hatte. Wo ich denke, das ist ja blöd, dann
müssen wir vielleicht nochmal an den Rand treten, er muss natürlich irgendwas machen, was mit der Situation zu tun hat. Und es war klar, dass wir für den Verbindungstrakt, der entkernt worden ist, wieder, dass wir da ein großes Werk irgendwie brauchen. Und dann hat sich das zusammen mit James Turrell, muss ich sagen, entwickelt. Und das hat uns am Ende unendlich viel Geld gekostet, sodass ich tatsächlich zu einer Hector nochmal hinrobben musste und gestehen musste, dass wir das nicht schaffen. Und dann hat er uns wirklich nochmal richtig eine Spritze gegeben, sodass dieses Werk entstehen konnte. Es ist riesig groß und es nimmt einen tatsächlich gefangen, ohne einen jetzt völlig bewusstlos zu machen. Und das ist eine wunderbare Passage zwischen Neu- und Altbau. Und dann Graham kam nach Mannheim und spürte mit mir sozusagen um das Areal herum und lieferte dann zwei Entwürfe und die waren so unterschiedlich und beide so wunderschön, dass ich in einem Telefonat dann für den Preis von einem beide bekommen habe. Obwohl ich ganz schlecht Englisch spreche. Ich konnte gar nicht wirklich verhandeln. Ich konnte irgendwie nur rummurksen und sagen, ich würde irgendwie beide nehmen. Und das eine liegt noch auf Halde. Das ist eine Innenraumarbeit, weil sie so auch so ganz klein und knuffig ist. Und das kann die Kunsthalle später mal noch verwirklichen. Und das zweite ist wirklich diese Außenraumarbeit, die so direkt auf dem Vorplatz entsteht. Ich wollte auch etwas, was ganz nah an der Kunsthalle ist, damit wir es pflegen können, weil ich so viele Dan Graham Pavillons gesehen habe, die so traurig aussehen nach 10, nach 20, nach 30 Jahren, dass ich sage, das darf uns nie passieren. So, und dann das Digitale, letztes Kapitel, eine kopernikanische Wende für uns. Es war klar, wir müssen irgendwie etwas sehr Kluges machen. Wir haben dafür die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg gewonnen, das sonst sich wirklich geweigert hat, irgendwie einen Euro in dieses riesen Neubauprojekt der Stadt Mannheim zu stecken. Aber wir haben sie dann also mit der Baden-Württemberg-Stiftung rumgekriegt, für die digitale Strategie über 1 Million Euro zu investieren. Und wir haben das sehr grundsätzlich auch mit verschiedenen Beratern an unserer Seite angelegt. Und es ging also erstmal darum, eine digitale Transformation beginnt im Kopf. Und es war ja nun auch jetzt vor fast 10 Jahren, haben wir damit begonnen, mit allerersten, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen, mit allerersten tastenden Vorstellungen. Und am Ende ist wirklich etwas, wie ich sogar aus meiner jetzigen Perspektive, etwas sehr Beispielhaftes daraus geworden. Es war klar, es musste sozusagen eine Inhouse-Technologie geben und es ging darum, digitale Instrumente für den Gang durch das Haus, wie eben diese App, eine Multimedia-App, die also wie ein Stadtführer die Besucher begleitet, die sie navigiert durch diesen nicht ganz einfach zu erschließenden Neubau, also wie ein Stadtplan und gleichzeitig Informationen, aber auch Überraschungen, wie eben zum Beispiel City Whispers haben wir es genannt, bietet, also man, wenn man an diesem Feuerbach vorbeigeht, kriegt man einen Telefonanruf, man kann den ablehnen, ne, wenn man dann irgendwie, also manche Leute wollen ja nicht gestört werden und das finde ich auch richtig. Und dann meldet sich sozusagen Hafiz zu Wort, also solche kleinen Spielchen. Und ich komme gleich dann noch zu weiteren Instrumenten. Es war klar, dass wir dafür eine Infrastruktur brauchen. Also zum einen natürlich eine Sammlung online, eine digitalisierte Sammlung. Und dafür haben wir 3 Jahre lang tatsächlich ein ganz kleines Team. Es waren am Ende nur 2 Leute. Junge Leute, die sich die Mühe gemacht haben, wirklich über 1000 Objekte aus der Sammlung, sehr unterschiedlicher Natur. Wir haben die wirklich auch ausgewählt. Es war eine große Redaktionsgruppe. Und dann haben 2 Leute dafür gesorgt, dass ganz spezifische Texte und eben eine Normdaten- und Metadatenstruktur entsteht, die es ermöglicht, diese 1000 Objekte dann in eine Datenbank zu bringen, die Quelle ist. Und dann haben wir einen Server im Grunde genommen, der die Schnittstelle ist zu den Kanälen, die wir mit der Datenbank bespielen. Und das ist unser zentraler Museumsserver, so haben wir ihn dann genannt.
Die Collection Wall, es war klar, auf unserem Marktplatz musste etwas passieren, auch quasi so ein Symbol der Digitalisierung, der Digitalstrategie. Und das ist tatsächlich eine riesige Wand, also damals wirklich sehr ungewöhnlich. Mittlerweile haben es mehrere Häuser. Ich habe das in den USA, in Philadelphia gesehen und gesagt, irgendwie sowas will ich auch haben. Es sind 16 großformatige Hochleistungsbildschirme, die aneinander gefügt worden sind und auf denen sozusagen der Besucher sich in diesen 1000 Objekten der Sammlung navigieren kann. Er kann sich was zusammenstellen, er kann seine Zusammenstellungen, das sind ja wie kuratierte Ausstellungen, den nachfolgenden Besuchern hinterlassen. Er kann sich das Ganze auf seine App runterladen und er kann sich eine Führung durchs Haus auch zusammenstellen. Dann gab es im Altbau eine ganze Zone mit 5 unterschiedlich dimensionierten Räumen, die haben wir Creative Lab genannt. Da war dieser Raum, wo man sich einen persönlichen Museumskatalog tatsächlich so weit gestalten konnte, dass man ihn dann am Ende mitnehmen konnte und also sowohl mit vorhandenen Texten und Bildern als eben auch interaktiv mit Zeichnungen, die man selber einfügen kann und so weiter. Es gibt einen Grafiktisch und das Verrückteste war dann hier unsere Skulpturen-Disco, auch ein interaktiver Raum, der mit Musik, Bewegung und dann diesem großen Bild, das sich in der Interaktion mit der Dynamik der tanzenden Besucher sozusagen verändert und angereichert hat. Und dito hat das die Musik getan, es ist eine elektronische Musik gewesen, die sich sozusagen mit den Bewegungen der Besucher vervollständigt hat und komplex geworden ist. So, und jetzt bin ich fast am Ende. Das war sozusagen einer der Eröffnungsabende mit Martin Honert, seiner originalen Expo-Arbeit, die die Kunsthalle erworben hat und dann aber im Depot hat verrotten lassen. Und wir haben die mit viel Aufwand und mit ihm, mit seiner Hilfe tatsächlich restaurieren und rekonstruieren können. Zur Eröffnung habe ich dann noch diese 5 Thesen zum Kunstmuseum der Zukunft auch in die Welt gesetzt, weil ich dachte, das muss man irgendwie eben auch mit diesem neuen, mit dieser neuen museologischen Denke begleiten. Das ist einer der Eröffnungen im ersten Jahr gewesen und damit bin ich am Ende und kann jetzt nur sagen, ich wünsche also Bielefeld, der Stadt, aber eben auch Ihnen, liebe Frau Wick, alles Gute. Das ist ein Abenteuer. Das ist ein Abenteuer und man kann da nie von einer Sache auf eine andere schließen. Es wird hier eine ganz eigene Geschichte werden müssen. Ich kann aber nur sagen, wichtig war für uns das absolute Vertrauen der Kommunalpolitik und des Stifters und dann diese private, gemeinnützige Konstruktion, die es uns gestattet hat, wirklich in großer Ruhe den Planungs- und Bauprozess und den Prozess dieser Wiedererfindung eines öffentlichen Museums tatsächlich zu machen. Und das hoffe ich, dass sich das wiederholen lässt. Ja, dann.